Hallöchen meine Lieben und willkommen zum heutigen Weg des Champs Video. Nice! Wie bereits angekündigt, öffnen wir heute nicht eine, nicht zwei, nein, wir öffnen ganze drei Pin-Kollektionen von Weg des Champs. Kann ich das nochmal professioneller machen? Ich habe eigentlich ein ganzes Display bestellt gehabt. Heißt, 6 Boxen hätte ich für euch geöffnet, ein ganzes Sealed Pin-Display von jeder Box 2 Stück. Aber dieses Set ist so rar geprintet, dass ich leider nicht die Möglichkeit hatte, die bis jetzt zu bekommen. Die sollen nachgeliefert werden, aber ich habe mir gedacht, ihr wollt doch nicht, Weg des Champs ist seit 2 Tagen draußen, ich habe noch kein Video gebracht und ihr wollt doch nicht 2 Wochen später erst die Pin-Boxen sehen, wenn die schon jeder geöffnet hat und man sich schon daran satt gesehen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, wir öffnen jetzt das, was da ist und das, was im Nachhinein noch hinterhergeliefert kommt, werden wir in einem richtig schönen Livestream öffnen, sodass wir schön miteinander quatschen können. Jetzt aber erstmal zu diesen wunderschönen Pin-Boxen. Wir haben einmal eine mit Kotomi, Weg des Champs. Ich glaube, jeder kann sich denken, was das bedeutet. Man bestreitet die Arena-Leiter, man Dynamaximiert seine Pokémon, man lernt damit umzugehen und dann ist man am Ende vor dem Champ und fordert heraus. Deswegen haben wir pro Pinbox, es wird mehrere Boxen geben, über die nächsten Monate verteilt, in denen es immer wieder Arena-Leiterorden zu sammeln geben wird. Genau. Hier haben wir das Pflanzenstadion. Fragt mich bitte nicht mehr, welcher Arena-Leiter wer war, das kriege ich gar nicht mehr auf die Reihe. Ich habe Pokémon seit Monaten nicht mehr gespielt, weil ich einfach zu nichts komme. Dann haben wir einmal die Feuerarena mit Inferno-Pot. 3 Booster sind in jeder Box enthalten. Und die Wasser-Arena-Leiterin. Das habe ich mir gemerkt, dass es eine Frau war. Mit diesem wunderschönen Arena-Leiterorden und Karl Malm. Und ich würde mal sagen, ich werde jetzt jede Box einmal auspacken. Im Schnelldurchlauf weiß ich noch nicht oder ich cutte es einfach raus. Wir haben ja dank verborgenes Schicksal gelernt, wie man diese Pinboxen zu öffnen hat. Nämlich, das ist so typisch, nämlich genau nicht so. Oh Mann, ich dachte, ich hätte gelernt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Aber, also man tut sie öffnen. Man öffnet sie, auf jeden Fall, aber nicht so, wie ich es gerade tue. Leute, ich bin ein sehr schlechtes Beispiel, es tut mir sehr leid. Lasst mich das kurz öffnen. Ah. Jetzt habe ich es geschafft. Wow. RIP! Leute, da kamen ja ein paar Wochen keine Videos mehr, ne? Deswegen, ich fange mal wieder bei Null an. Hallo, mein Name ist Lini. Ich bin neu auf YouTube und ich weiß gar nicht, wie man Videos aufnimmt. Wir haben hier einen wunderschönen Pin. Ich sammle die ja mittlerweile. Vielleicht kann ich meine kleine Pin-Kollektion, die ich bisher habe, mal zeigen. Sehr, sehr stark finde ich die. Ich habe noch nie Arena-Leiterorden besessen. Finde ich sehr, sehr cool dementsprechend. Und eine wunderschöne Galaxy Foil Karl Malm Holo-Promo. Ich weiß nicht, Leute, dieses Holo, schaut euch das mal an. Das sieht aus, als könntet ihr in das Meer reintauchen. So tief ist dieser Effekt. Mega schöne Karte. Einfach nur mega schöne Karte. Wo kann ich die am besten hinlegen, dass sie nicht verschwindet? Machen wir es mal so. Und, wow, ich habe es mit Gardevoir. Wenn wir hier kein Gardevoir Full Art rausziehen, da weiß ich zufällig, dass die Karte in dem Set enthalten ist. Ansonsten habe ich mich nicht spoilern lassen, weil ich gerne die Top-Trainer-Box abwarten wollte und da mit euch zusammen das Heft angucken wollte. Aber die ist leider völlig vergriffen und deswegen, ja, können wir leider noch kein Video bringen. Aber nächste Woche habe ich vielleicht eine, ich hoffe es sehr, und dann freue ich mich, die mit euch zu öffnen. Der eine oder andere von euch... Was ist mit dem Code passiert? Seht ihr das? Irgendwie ist ganz eigenartig, als hätte den schon mal jemand für mich gefaltet hier. Der ein oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen. In diesem Set gibt es ein Shiny Glurak. Sagtest du da eben? Shiny Glurak. Und es wird extrem werden, dieses zu bekommen. Wir starten mit einer Elektroenergie. Wow, ein richtig starkes, episches Absol. Das sieht mega gut aus. Superball. Ein Smartphone-Top. Jetzt gibt es schon Smartphones. Ach, gab es schon länger, ne? Oh, ein Zuru-Kex. Wow, ein 3D-Retter. Es sieht in der Kamera nicht so aus, aber es ist, finde ich, eine 3D-Optik. Kakuna. Der gute Battles. Und, oh mein Gott, yes! Eine erste Full-Art. Die ist ja stark. Octo-V. Oh,
Für die, die es nicht wissen, schimmernde Legenden habe ich schon gesammelt, komplettiert. Verborgenes Schicksal haben wir bis vor einer Woche nicht komplett gehabt. Das haben wir jetzt mittlerweile abgeschlossen. Das Set habe ich eine Woche vor dem Release von Weg des Champs vervollständigt. Als wäre es Schicksal gewesen. Und es ist ein sehr kleines Set, Weg des Champs. Es ist ein sehr teures Set, aber ich möchte versuchen, auch dieses Set zu vervollständigen. Genauso wie Schimmernde Legenden und Verborgenes Schicksal. Also, meine Lieben, falls ich hier doppelte Karten ziehe, die ihr braucht, und ihr habt Karten, die mir fehlen, zumindest bis alle Boxen so rausgekommen sind, weil wir wissen ja nicht, wie viel ich noch öffnen kann und wie viel rauskommen wird. Wenn ihr tauschen wollt, schreibt mir auf Twitter oder auf Instagram. Bitte nicht mein E-Mail-Postfach verwenden, das benutze ich nur für geschäftliche Anfragen, sag ich mal. Schreibt mir gerne auf Instagram und Twitter und dann können wir gerne tauschen. Hilft mir bitte, dieses Set zu vervollständigen. Es geht doch großartig weiter. Das ist die zweite Full Art aus der ersten Pin-Kollektion. Oh mein Gott. Karl Malm V-Max aus der Wasserpin-Arena-Box, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, die sieht ja irre aus. Leute, Weg des Champs geht super los für uns. Ich bin des Todes gehypt gerade. Oh mein Gott. Das ist die zweite Full Art aus der ersten Pin-Kollektion. God of War bringt sehr gut Glück. Und irgendwie wirkt das Bild super krisselig. Ist es bei euch auch so? Ich hoffe nicht, bitte nicht. Das Einzige, was mich hier an dieser Wohnung stört, ist wirklich der Lichteinfall. Die Belichtung ist ganz fürchterlich. Trotz Softboxen, die ich hier links und rechts aufgestellt habe, trotz Deckenlicht, trotz Fensterlicht. Das Licht ist ganz fürchterlich. Es tut mir sehr, sehr leid. Solange ich keine eigene Wohnung habe, das wird bestimmt noch mindestens ein halbes Jahr dauern, müssen wir leider mit dieser Qualität Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so krass, wie es bei mir auf der Aufnahme aussieht, weil das wäre sehr, sehr ärgerlich. Last Pack Magic für die erste Box. Galahad Zickzacks, Vulpix, Wuffels, Felilu, Zurukex Reverse. Was? Was? Was ist das? Leute! Ich bin raus. Was ist das für eine Box? Was ist das für ein Set? Oh mein Gott, Leute. Ohne Witz, ich habe eher keinen Bürostuhl hier, sondern nur so einen Küchenstuhl, der keine Rollen hat. Und ich schwöre euch, wenn wir etwas ziehen, was mich aufspringen lässt, ich weiß gar nicht, was das sein könnte. Vielleicht so eine Glurak Rainbow oder eine Glurak Shiny? Wenn das passiert, dann werde ich rücklings überfallen, weil dieser Stuhl nicht nachgibt, sondern ich werde einfach nur kippeln und nach hinten runterfallen. Guckt euch mal diese Pullrate an. Das war insane. Karl Malm, du bist ein Top-Pokémon, Wasser-Arena. Top. Okay, Leute, schauen wir mal, ob... Ich glaube, der gute Kabu war hier drin, oder? In der Feuer-Arena. In der Wasser-Arena war es, glaube ich, Kate. Wie ist sie, Kate? Und in der Feuer... In der Feuer-Arena war es der gute Kabu. Leute, nicht nachmachen, bitte. Das. Wieso gehen die nicht auf? Hat jemand von euch einen Trick, wie man die aufmacht? Ich meine, ich werde definitiv nochmal... Es kann sein, dass man die so öffnen sollte. Ja, ich glaube, so gehört das. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegt es auch... Kriegt es auch jeder hin. Okay. Aber Leute, ich wäre nicht Lini, wenn nicht jeder wäre, ne? Ich muss sagen, der Pin sieht ein bisschen irgendwie nicht so schön aus wie jetzt der Wasser-Arena-Pin. Der ist irgendwie so dunkel, der ist hell und der ist irgendwie wirkt der komisch. Ich weiß auch nicht, finde ich nicht so toll. Aber auf jeden Fall das super süße Inferno-Pot von dem guten Kabu. Einmal hier in die Ecke mit ihm, einmal da der Pin hin zum Angucken. So. Und drei Booster. Diesmal zweimal Giga Dynamax Karl Malm. Und einmal Galar Barrikadax. Sehr, sehr starkes Artwork. Und ein Code, der kommt zur Seite, damit wir auch unbedingt, worauf ich so Lust habe, unbedingt mal wieder Online-TCG mit euch hier auf YouTube. Ich hatte jetzt ja auch schon mittlerweile zwei Livestreams auf Twitch, wo es dann so ein bisschen andere Genres geben wird, abgesehen von Pokémon, also abseits von Pokémon.
Pokémon wird hier auf YouTube überwiegend stattfinden, genauso wie der DLC, der im November rauskommen wird. Den werde ich ja definitiv auch wieder live streamen, aber damit ihr hier auf YouTube, auch die Mitglieder und so unter euch, damit ihr nicht zu kurz kommt, werde ich hier definitiv auch weiter streamen. Gala Geradak sieht ja nice aus. Was zum Teufel tut es da? Und ja, auch ein super süßes Wablu, Zygarde Reverse und Forschung des Professors hat hier also einen Reprint bekommen. Was die Karte, glaube ich, ein bisschen im Wert sinken lässt. Fragt bitte nicht nach Werteinblendung. Wie gesagt, ich mache das nicht mehr, weil die Werte ständig im Wandel sind, am Schwanken sind. Und deswegen möchte ich keine Infos mehr in ein Video packen, was man sich dann eine Woche später anguckt und denkt, boah, die Karte ist, keine Ahnung, 30 Euro wert. Und eine Woche später, weil das Set dann schon ausgelutscht ist, ist sie nur noch 10 Euro wert. Und ja, dann gehen die Leute mit diesem Wissen los und das möchte ich möglichst vermeiden. Wir haben einen Hopp, Smart Rotom, Galahad-Zigzags, ein süßes Vulpixies. Ob da ein Vulnona drin ist? Wuffles, Felilu, Kleptifuchs, Beboy in Reverse, okay. Und eine Mary-Holo. Gleiches Prinzip wie mit der guten Professorin. Last Pack Magic für die Feuerarena. Ich bin gespannt, ob wir hier nochmal was rausziehen können. Bisher nur Holos, wenn wir hier jetzt nochmal eine nette Wie oder Full Art rausziehen können, denn wir müssen das Set voll bekommen. Wir brauchen jede Reverse. Vielleicht schaffe ich sogar ein Master Set. Das habe ich noch nie gemacht. Vielleicht mache ich aus diesem Set ein Master Set. Ja, hi, ich bin Linie und lebensmüde. Ne, why not? Das Set ist ja nicht schon sowieso total vergriffen und teuer bis zum geht nicht mehr. Aber hey, lass uns ein Master Set sammeln. Ne? Komm, why not? Soweit ich weiß, Master Set ist nicht Reverse-Karten, Reverse-Karten, Holo-Karten und natürlich alle seltenen Pulls zu sammeln. Mashok Reverse. Und nochmal eine Holo, Zygarde. Und ja, was soll ich sagen? Drei Booster, drei Holos, alles Holos, die wir brauchen, um das Set zu vervollständigen. Nicht schlecht. Und last but not least, die wunderschöne Pflanzenarena mit diesem super süßen Kotomi. Ein sehr cooles Grün. Und wisst ihr, was ich auch cool finde? Diesen Schimmereffekt, den diese Boxen haben. Die Zwolok-Box hatte das ja auch. Und es sieht einfach ultra stark aus. Und jetzt schaffe ich es, die ordnungsgemäß zu öffnen? Ach, komm schon. Komm schon, kleines Kerlchen. Komm schon. Ich bin zu... Also entweder öffnet man sie so, dass sie hier unten so aufgeht. Oder man öffnet sie oben. Also ich glaube, man soll sie oben öffnen, aber... So, ihr habt nichts gesehen. Ich habe das ganz professionell geöffnet. Ging super easy, ist super einfach. Wir haben eine, tut mir übrigens leid, wenn ihr das immer hört, wenn ich das wegschmeiße. Ich habe keinen Mülleimer in dieser Wohnung, deswegen muss ich nachher immer nach jedem Video das ganze Plastik so zusammensammeln, raus in die Gemeinschaftsküche gehen und es da alles in den Plastiksack schmeißen. Die Leute, die da einmal reingucken und die ganzen Pokémon-Produkte sehen, denken sich auch, wir haben ein wunderschönes Kotomi, ein sehr cooles Pokémon, wenn ihr mich fragt. Und hier haben wir nochmal einen Pin. Wo ich mich frage, warum ist der jetzt wieder in so einer coolen Qualität wie der Wasser-Arena-Pin? So mit Silber und so. Also das sind der Inferno-Pot, Feuer-Pin. Sehr enttäuschend im Gegensatz zu den beiden. Und wir haben Giga Dynamax Pokusan. Sehr, sehr cool. Ich mag Pokusan extrem gerne. Und nochmal Galabarikadax und den passenden Code dazu. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir hier nochmal was richtig Nices ziehen können. Die Kamalmops hat schon... Die hat schon mal alles rausgehauen. Also da bin ich ja echt... Das war ja für die erste Box der Oberhammer. Wir haben ein bisschen nachgelassen jetzt mit drei Holos. Ich meine, drei Hits. Es sind drei Hits, die wir brauchen. Ich hoffe nur, dass wir zum Set vervollständigen auch noch alle anderen Hits ziehen werden. Ein Unruh Tütox, was tatsächlich gar nicht mal so furchtbar aussieht auf diesem Artwork. Primova, Iskala, Hornliu, Galageradax Reverse und wieder, da geht's schon los, Leute, da geht's schon los. Das Set ist nicht sonderlich groß und jetzt doublen sich die Hits. Wieder ein Zygarde Holo. Aber hey, nicht aufgeben. Stark angefangen das Video. Bisher müssen wir noch mal ein bisschen was nachziehen. Sonst hat es stark abgenommen, meiner Ansicht nach. Gäste Energy könnten wir auch mal wieder einführen. Smart Rotom. Der Jaro, da ist er ja. Der gute Jaro, wir öffnen gerade deine Box und da ist sein Two-Field Stadion. Lass nochmal ein nettes Pokémon da. Zum Beispiel dein Pokusan. Hatte der ein Pokusan? Der hatte keinen Pokusan, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, nee.
Gib uns mal die Forschung des Professors. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gib mir mal dein Giga Dynamax. Kotomi! Das war's nämlich, was er hatte. Giga Kotomi, bitte, gib mir dein Kotomi. Please. Wow! RIP! Es tut mir sehr leid, wer auch immer das war. Ups. Das war auf jeden Fall nichts Wichtiges. Ja, meine Psychoenergie. Da ist es wieder, das Tufid-Stadion. Kleopatra, Bettis, Brimova, Wuffels, den Trank, Pokéball, Kanivana und ich glaube, Leute, wir haben noch was. Ein Kakuna Reverse und... Leute, falls jemand von euch einen Charakter braucht... Ich habe jetzt einen Full Art Charakter für meine Full Art Sammlung und einen Full Art Charakter für die Weg des Champs. Für das Set Weg des Champs. Ich habe ein drittes gezogen. Möchte jemand von euch tauschen? Leute. Oh wow. An sich war die Ausbeute der Boxen doch aber ganz nett. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich meine Nachlieferung bekomme und wir im Livestream so ein bisschen Weg des Champs Action machen können. Folgt mir auf Instagram oder auf Twitter oder auch auf beiden Plattformen, wenn ihr mit mir schreiben und tauschen wollt oder ein bisschen was aus meinem Privatleben wissen wollt oder so. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!